eine betriebsinterne IP-bezogene Information. Das ist der Gesamtbedarf von Informationen bezogen auf erlangte oder aber auch potenziell erlangbare Rechtspositionen. Also, das sind sozusagen alle Ihre eigenen Designrechte, Marken, Patentrechte oder auch Lizenzrechte, die Sie dann an andere Dritte vergeben oder von anderen auch einkaufen. Dann haben Sie noch so ein bisschen Fertigungs-Know-how. Also, Ihr Meister, der ist super, der kriegt das immer ganz toll hin, dass da kein ganz wenig Ausschuss ist. Aber auch so Gedankengut von eigenen Mitarbeitern. Also es geht mir jetzt hier nicht nur um Design oder solche Sachen, sondern auch einfach Leute, die einfach da besonders fit sind. Und das zählt alles sozusagen zu den betriebsinternen IPRI, sozusagen den Related Informations. Das sind also alles Sachen, die sie miteinander verknüpfen müssen. Denn manche sagen, ja, das ist ein tolles Patent, da habe ich mir oder eine Lizenz gekauft, aber ich kann das gar nicht umsetzen. Warum? Weil sie das Fertigungs-Know-how nicht haben, weil sie die Mitarbeiter nicht dazu haben. Und deswegen, das Management sagt also, wir setzen uns zusammen und verknüpfen das miteinander, finden die richtigen Mitarbeiter und dann bauen wir das auf. Das ist gar nicht so einfach. Genau, also Sie sehen hier, Sie müssen diese Sachen miteinander so zusammenbringen, dass es dann auch wirklich zum Erfolg führt. Und natürlich kommt es dann immer darauf an, wie viel Geld Sie haben, wie die Budgetierung ist. Und ne, das ist auch sehr wichtig. Genau, und da sehen Sie hier nochmal ein Bild, wie also das auch in einem Betrieb verteilt ist. Wenn Sie großes Unternehmen sind, haben Sie eine Rechtsabteilung. Ja, und hier in der Rechtsabteilung wird halt zum Beispiel wird das schön immer überwacht, wie andere mit ihrem Patent umgehen und ob die da vielleicht noch mehr zahlen müssen. Und da muss halt vermieden werden, dass sie auch keine Rechte verlieren. Wenn Sie keine eigene Rechtsabteilung haben, dann müssen Sie einen Anwalt sich besorgen, Patentanwalt. Dann haben wir die Geschäftsführung. Die jetzt ein IP-Portfolio, also die ganzen Ideen, tut sie zusammen und guckt, wie positionieren wir uns im Markt und wie verwerten wir das. Die Personalabteilung, die sagt, okay, wir brauchen Mitarbeiter, die das umsetzen und müssen die auch motivieren und so weiter. Das hängt ein bisschen dann noch davon ab, wir haben natürlich in der Produktion noch die Leute. Also das ist sozusagen die betriebsinterne IP, die in verschiedenen Schritten meistens erfolgt. Erstmal sagen wir, okay, was hast du denn alles für Know-how? Was hast du denn für Ideen? Also dann auch muss, guckt man natürlich, welche Marken habt ihr schon angemeldet, wie ist die Restlaufzeit und so, welche Lizenzverträge laufen und ist das international, habt ihr einen Schutz oder in Europa oder so. Also so wird das gemacht. Dann guckt man, okay, wenn wir wissen, was ist da, dann guckt man als nächstes, ne, welche Patente, welche Marken hat man. Dann muss man gucken, Analyse machen, Entscheidung daraus ableiten. Sie sehen hier so ein bisschen Beispiel. Also, dass sie das noch effektivieren oder Schutzlücken schützen, Schutzlücken schließen, indem sie da auch noch in dem Land jetzt auch noch was anmelden oder dass sie sich eine Lizenz dazu kaufen von jemandem. Ansonsten können sie sich das Produkt nicht richtig schön erstellen. Ne? Genau, das sind also sozusagen die betriebsinternen Sachen, wie sie das intern organisieren müssen.